Ja, moin zusammen oder guten Abend. Ich bin's wieder, Dennis Witthus, und mit dabei ist der Alex. Guten Abend. Und hier, da haben wir das Auto im Dunkeln, AdBlue. Und AdBlue ist hier an dem Tesla Wall Connector von dem Alex. So, hier. So, und hier ist die Unterverteilung von dem Alex. Da ist sie. Und warum zeigen wir euch das? Ich habe ja das Ladevideo gemacht. Und da habe ich gezeigt, ich meine es gezeigt zu haben, dass der Wagen mit 3 Phasen lädt. Weil er zeigt es an. Und man kann sich auch die 11 kW ausrechnen. Er zeigt aber nicht mehr die 11 kW an. Und viele haben das nun angezweifelt, weil die geladenen Kilometer nicht bei über 60 waren, sondern bei 40, 50 waren. Genau. Und das ist aber eine Durchschnittsanzeige. Das heißt, wenn ich mich reinsetze und filme sofort, der braucht ja ein bisschen, bis er in Schwung kommt, dann zeigt er weniger an und das fährt so langsam hoch. Das habe ich in meinem Video allerdings dann nicht mehr gezeigt, weil ich dachte, wenn er 3 Phasen anzeigt, 16 Ampere, 230 Volt, wäre das Beweis genug. Dem ist jetzt aber wohl nicht so. Und dann rief mich der Alex an und sagte: Du Dennis, ich habe aber eine Unterverteilung, eine Möglichkeit, die einzelnen Phasen anzuzeigen, was die an Ampere ziehen, und damit den Beweis anzutreten, dass das Model 3 tatsächlich auch dreiphasig laden kann. Und es auch tut. So, und dann zeige ich das hier mal auf deiner Unterverteilung, dass da 3 Phasen sind. Deine Wallbox kann allerdings nur 13 Ampere, hast du gesagt. Genau, wegen meiner Zuleitung habe ich hier nur 13 Ampere, 9 kW, das macht aber gar nichts. Als erstes wird mir die Spannung angezeigt und als nächstes der Strom. Man sieht L1, L2 und L3 jeweils die einzelnen Phasen mit 12,8, 12,9 Ampere. So. Fazit. Wollen wir es drin nochmal zeigen? Ja, gern. Im Auto? Ja. Ja, wir setzen uns nochmal rein. So, hier lädt er. Ja, also kein Fake. Gucken uns mal genau an, was er jetzt hier anzeigt. Ich habe ihn jetzt auf Prozent gestellt. So, er zeigt an. Wie gesagt, deine Wallbox kann nur 13 Ampere. 13 Ampere, 13 Ampere, 3 Phasen, 224 Volt. Das ist normal, dass er nicht immer bei 230 Volt ist. Das schwankt so ein bisschen. Das schwankt so ein bisschen, weil die Zuleitung nicht ganz so dicke ist, aber ist noch im Bereich der Toleranz. Ein neues Kabel wird kommen und dann ist der Spannungsabfall auch nicht mehr so hoch. Gut. So, jetzt rechnen wir mal eben. Hältst du das mal fest hier? Bitte. So am besten ist es drauf. Und jetzt rechnen wir mal eben aus, wie viel Kilowatt das sind. Da wissen ja auch nicht einige, wie man da drauf kommt. Also, wir rechnen 13 Ampere mal 224 Volt, dann kommen wir auf 2912. Das Ganze nehmen wir, weil wir das ja mal 3 haben, nehmen wir also 3 Phasen mal 3. So, und dann kommt hier raus 8736. Das heißt, wir laden hier mit 8,74 Kilowatt. Genau. Auf 3 Phasen. Richtig. So. Ich glaube, damit sollten wir das Thema auch als geklärt betrachten, oder? Ich hoffe. Und wenn euer Wagen dann nicht auf 3 Phasen lädt, dann ist was kaputt. Ja, oder zeigt es so schön, wie wir es gemacht haben. Ja, weiß es nach. Und warum er jetzt am Gleichstromlader nicht so schnell geladen hat? Da gibt es ja ganz viele Theorien, die ihr auch dann da kundtut in den Kommentaren. Aber wenn ich mir das alles so durchlese,
eins kommt dabei raus. Wir wissen es nicht. Und deswegen werde ich das noch mal machen. Ich werde diese Woche noch mal zu einer Säule fahren und wir werden das noch mal machen. Vielleicht war es ja irgendwie Zufall oder so, denn das Model S hat ja auch nicht viel schneller geladen. Gut, das war nun ziemlich voll, aber auch bei 80% lädt der normalerweise mit mehr als 24 kW. Das habe ich da schon gehabt. Also erst ab 80% fährt er dann runter. Du weißt, weißt ja, ich habe vollstes Vertrauen in die Technik. Ich bin mir sicher, dass sich das Batteriemanagementsystem hervorragend um den Akku kümmert, dass es den entweder vorheizt vor dem Laden, bevor es die Ströme reinschickt. Und wenn der Akku dafür bereit ist, diese hohen Ströme aufzunehmen, dann wird das auch freigeben, ne? Also du meinst, es lag daran, der Akku war zu kalt und der hat gesagt... Füllstand vielleicht zu hoch, genau. Obwohl das 11 Grad waren. Ja, aber 11 Grad ist doch nicht optimal. 25, 30 Grad sind wir optimal, ne? Also Fazit, wir wissen es nicht, wir können es nur vermuten. Wir machen einen nächsten Test. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein kleines Video zwischendurch, was auf dem anderen Video beruht, was wir jetzt, was heute Morgen veröffentlicht worden ist. Vielleicht haue ich das heute Abend sogar noch raus, sonst seht ihr das morgen. Also bis dann und tschüss. Tschüss.